erstmal die 4AA-Batterien rein, weil hier steckt das Gebläse. Wenn ich viel grille, komme ich locker ein Jahr damit aus, sprich 130 Grillstunden. Ganz neu haben wir natürlich jetzt auch ein USB-Kabel. Jetzt kann ich ihn statt den Batterien auch an die Steckdose oder an die Powerbank hängen. Entweder oder. Wenn ich den Grill jetzt einschalte und wir fühlen jetzt mal mit der Hand in die Mitte rein, da merken wir, wie es pustet, wie es bläst. Das ist der Föhn, der Blasebalg, wo wir früher mit dem Karton am Grill standen und haben gewedelt. Das macht er nämlich jetzt selber. Dann haben wir noch eine Edelstahl-Fettkanne. Kein Mensch macht hinterher gerne einen Grill sauber. Die können Sie, so wie sie ist, ab in die Spülmaschine, sind Sie unterwegs. Akkupatz, Glitzeschwamm, Edelstahl, ruckzuck gereinigt. Und jetzt kommt das wichtigste Teil, das ist der Brennteller. Und den Brennteller setzen wir hier in die Mitte rein, weil Sie müssen ja die Holzkohle anzünden. Auf dem Brennteller gebe ich jetzt einen kleinen Kringel rundherum von der Brennpaste. Bioethanol, das ist gebundener Alkohol, geruchs- und geschmacksneutral. Das kennen wir auch vom Raclette oder von Dü, gibt es in jedem Baumarkt zum Nachkaufen. Vorher habe ich hier schon die Holzkohle eingefüllt, 130 bis 150 Gramm. Bitte keine Eierkohlen und keine Briketts verwenden, weil die brauchen zu lange. Wir nehmen immer Buchenholzkohle. Buche hat einen guten Geschmack und eine gute Hitzeleistung. Behälter voll machen, Deckel drauf, Gebläse auf volle Leistung. Zünde jetzt einmal die Brennpaste unten an und jetzt sehen wir lauter kleine Löcher. Und das setzen wir jetzt unmittelbar einfach hier drauf. Und dann hören wir schon nach 6-7 Sekunden, das ist wie beim Kamin, der Luftzug, der Funke ist übergegangen, Holzkohle ist an. Jetzt nur noch den Rost aufsetzen, machen uns einmal links, einmal rechts die Sicherung zu, schauen dann auf die Uhr und in 3 Minuten können wir loslegen. Und dann ist es egal, wo wir sind. Es kann stürmen, der kann umkippen. Wir haben keinen Funkenflug, wir können nichts abwackeln. Camping, Balkon, Terrasse, See, Jägerhochstand, mit dem darf ich überall. Jetzt komme ich mit einer Holzkohlefüllung circa eine Dreiviertelstunde, Stunde damit aus. Und das reicht auch in der Regel zum Grillen. Wenn Sie jetzt aber sagen, mei, wir sind da lustige Runden, wir würden gern weitermachen, überhaupt kein Problem. Die Sicherungen hier außen, das sind alles so Patente, die wird nicht heiß. Der Ring vom Rost, und ich habe keine Hebammenhände, der wird auch nicht heiß. Den kann ich während des Betriebes jederzeit runternehmen. Und jetzt nehmen Sie aber bitte immer, und ich sage immer, eine Gabel oder eine Zange, weil der Deckel hier, der glüht natürlich. Und solange wir jetzt hier ein bisschen von der Glut haben, und das mache ich ja heute den ganzen Tag bis um 17 Uhr, ihr füllt einfach nur die Holzkohle nach. Auch da, da raucht nichts, da riecht nichts, da qualmt nichts. Und ich habe heute Abend so eine saubere Verbrennung. Was wir jetzt hier sehen, das war von vorgestern, vom ganzen Messetag, das sind noch nicht einmal 2 Esslöffel weißer Staub, weil das wie beim Schmiedefeuer durch die Belüftung hier unten so sauber verbrennen kann. Jetzt ist der Grill ja nicht eckig, er ist ja rund und somit verteile ich gleichmäßig die Hitze. Das machen wir hier unten gleich, was wie ein Spiegel ist, unsere Folienkartoffeln. Folienkartoffeln aber immer vorkochen, weil sonst dauert so eine Kartoffel mindestens eine Stunde. Meine Gmirsbackerl, Spitzpaprika mit Käse füllen. Wenn ich jetzt im Winter grille, passen genau 20 Maronen da unten rein. Die müssen Sie einmal anschlitzen. Setzen wir einen kleinen Kupferkessel mit Glühwein oben drauf oder Kalbi. Außen ein paar Nürnberger Rostbratwürst. Vielleicht für die Kinder noch einen Bratapfel mit Marzipan unten rein. Eine Riesengaudi auch im Winter. Jetzt haben wir ja heuer das gesamte Pfannenpaket dabei. Alles, was wir jetzt mit Saft und Soße machen, wo wir uns hier schwer tun. Machen Sie mal Gambas in Öl oder Champignons. Die ziehen ja viel Wasser. So, das soll ja nicht köcheln. Die brauchen volle Pulle Hitze. Das mache ich wie die Japaner direkt auf der Feuerquelle. Die kleine Beipfanne ist aber toll. Für ein Spiegelei, ein paar Schmorzwiebeln, ein paar Steaksoßen, ein paar Pfifferlinge mit Kräuterbutter. Hab aber immer noch genug Platz für mein Grillgut. Oder die Sauerei mit dem Grillkäse. Früher mit den Aluschalen, wo das alles runtergelaufen ist. Und die Pfannen, die können wir das ganze Jahr für den Backofen und auch fürs Gas hernehmen. Und jetzt horcht mal, wie das hier brutzelt. Innerhalb von 10 Sekunden habe ich eine Hitze von 380 bis 390 Grad. Das schafft man mit keinem anderen Grill in der Geschwindigkeit. Wenn wir die Holzkohle hier nachgefüllt haben, machen wir den Deckel hier oben wieder drauf. Und mit dem Gebläse hier vorne, damit reguliere ich jetzt wie beim Backofen die Temperatur. Je mehr Luft mir reinpusten, ist ja logisch, umso heißer wird er. Das ist er.
Er ist sauber, er ist sicher und in 3 Minuten kann ich loslegen. Den Grill gibt es ja schon seit 12 Jahren jetzt. Ist ja keine Neuheit mehr. Wir stellen auch noch alles aus Edelstahl her. Der Korpus selber ist pulverbeschichteter Stahl. So nackt mit dem neuen Zyklonlüfter kommt er von uns Mitte, Ende Dezember auch wieder in den Fachhandel. Ab 189 Euro aufwärts. Jetzt zum Essen sind wir vom Werk selber da. Neues Modell vom Grill. Halb mit der Brennpaste. Der Handel hat immer die kleinen Batterien, Netzteil. Die feuerfeste Transporttasche, dass man auch heiß und schmutzig transportieren können, für 159 Euro. Und weil er dieses Jahr wieder den Red Barbecue Dog Designer Award gewonnen hat, legen wir das gesamte Pfannenduo mit der Schaufel von 49 Euro auch noch mit dazu. Und es bleibt bei 159 Euro. Komplett. Sie haben, sehr gerne, Sie haben 2 Jahre Werksgarantie. 6 verschiedene Farben haben wir zur Auswahl. Immer die schwierigste Entscheidung. Orange machen wir. Und dann haben wir auch, können wir gleich mitnehmen oder wir schicken Ihnen das auch portofrei an die Haustüre zu. 3,6 Kilo, mach mal. Da dürfen Sie zu meinem Kollegen, weil der füllt die Garantie noch aus. Einmal in Orange, bitte. Habt ihr noch Fragen? Kann man noch was zeigen? Jetzt kommen wir dann dran. Jetzt kommt ihr dran. Also. Ja, weil alles, was Sie erzählen, klingt natürlich so. Alles, was wir sehen, muss das, was das Auge sieht, muss das Herz auch glauben. Klingt sehr eigenartig. Ich glaube natürlich nichts im Leben, den Politikern glauben wir auch nicht. So, und ich bin jetzt vorhin hierher gekommen und habe es einfach mitgedreht. Erst habe ich gemeint, da ist irgendwo ein Gasbrenner. Ja. Das heißt, es ist nur Holzkohle. Das ist ein richtiger Holzkohlegrill. Wir arbeiten mit der Holzkohle und die Holzkohle wird halt sauber belüftet, weil hier unten haben wir ein Gebläse drinnen. Das haben wir alles schon mitbekommen. Ist ja super interessant. Eigentlich kann man es nicht glauben. Und ich werde einmal, heute Morgen geht es ja nicht mehr, seitdem ich da, ich hätte ein Thermometer mitgenommen und hätte mir nachgemessen, was Sie da erzählen. Was wir für eine Temperatur da erreichen. Das traut man dem kleinen Grill gar nicht zu, aber wir haben halt, weil er rund ist, eine schöne gleichmäßige Hitzeverteilung. 380, 390 Grad. In der Mitte ist er halt immer ein bisschen heißer, weil da steckt die Holzkohle drin. Das ist wie beim großen Grill auch. Wir haben eine Garzone, wir haben eine Ruhezone. Anbraten, rüberziehen, Lüfter runterdrehen und dann lassen wir schön Medium, Medium Rare gar ziehen. So, wenn wir jetzt einen Blackout-Fall haben oder hätten, dafür ist der Grill. Cool, aber dann habe ich das Problem, ich habe natürlich nicht 100 Kilo Holzkohle dabei. Das Ding hier da hinten, das hält natürlich nicht ewig. Also, wir empfehlen immer, gescheite Buchenholzkohle sollte man daheim haben. Ja. Am besten den 3 Kilo Sack, weil die schönen kleinen Stücke gelungen haben. Zeigen wir noch einmal. Also nicht den 10 Kilo Sack. Und da kann ich mit so einem 3-Kilo-Sack kann ich 20 Mal grillen. Das sind pro Grilleinheit so circa 30 bis 40 Cent pro Grilleinheit. Mehr ist es nicht. 3-4 Säcke Holzkohle daheim trocken lagern, am besten im blauen Müllsack einpacken, dass keine Feuchtigkeit drankommt. Und dann kann ich mir ein halbes Jahr wunderbar damit verköstigen. So, jetzt nehmen wir mal den schlimmsten Fall an. Ich bin ja ein bisschen zu den Verschwörern, aber alle Verschwörungen sind eingetroffen, wie man so hört. Also wenn jetzt ein Blackout wäre, ja. Und ich möchte einen Tag mit 2 Leuten was grillen und möchte mich da versorgen. Wie viel Kilo müsste man herziehen, damit ich pro Tag einmal warm kochen könnte? Einmal am Tag warm kochen, tun es 130 bis 150 Gramm Holzkohle. Mehr ist es nicht. Rechnen können meine Zuschauer und ich nicht und Sie erzählen. Deshalb aus 150 Gramm Holzkohle, an 3 Kilo Sack kann ich 20 Mal grillen, also 3 Wochen kann ich mich mit einem Sack Holzkohle verpflegen. Jetzt fällt mir nochmal was ein, man könnte natürlich, wenn der mit der Energie verpulvert, wenn man da oben dann noch ein bisschen so Steine drauf tut, die heiß werden. Nein. Nein, das funktioniert nicht. Also wir haben ein gutes Produkt, aber Wunder gibt es nur im Fernsehen. Wir sind Fernseher. Und auf der Auer Duld, das haben wir selber präsent schon seit über 15 Jahren mit dem Grill. Neuheitengasse 7. Das heißt jetzt, wenn wir Kunden was bestellen, dann können sie auch zur Auer Duld kommen oder wir sind auf der Free-Messe in München, auf der internationalen Handwerksmesse in München und auf der Heim und Handwerk natürlich auch jedes Jahr. Das heißt, wenn die Kunden Ihnen erstmal geglaubt haben, und jetzt bin ich mal ganz bösartig, und dann scheiße funktioniert alles nicht, dann können Sie zu Auer Duld kommen und Ihnen an den Kram gehen. Genau, da können Sie hinkommen. Neuheitengasse 7. Okay, ja, also das klingt ja alles ein bisschen... Dreimal im Jahr. Und wir werden eines mal machen, weil ich bin selber Fahrradfahrer, vorne mal einen Ständer hin und wo an der Isar fahren
Und da gibt es einen Stand, wo es Bier gibt und dann nimmt man seinen Grill mit und grillt und es kann dir niemand verbieten. Wir brauchen da natürlich nur die offizielle Lizenz zu lassen, dass wenn die Polizei kommt, dass ich dir erklären kann, dass es kein offener Grill ist. Genau, das ist eigentlich. Haben Sie da was? Da können Sie, die Polizei in München weiß darüber Bescheid, weil den Grill gibt es schon seit 12 Jahren in München und gängen Sie halt mal an Isar runter. Jeder Dritte, der grillt, grillt mit dem Lotusgrill. Da müssen Sie mal genauer hinschauen. Sie brauchen keinen Bodenabstand einzuhalten, weil er wird nicht heiß von außen. Den stelle ich mitten ins Gras, mitten auf die Störner drauf, druck jedem eine alte Fondue-Gabel in der Hand und jeder kann an der Isar selber umeinander putzen. Sie haben keine Rauchentwicklung, Sie haben keine offene Feuerstelle und ein sicheres und ein gesundes Grillen. Klingt super, also natürlich werden wir alles kontrollieren. Sicher, selbstverständlich. Ende April ist die Auerduls, die Frühjahrsduld wieder. Und da schaut ihr gleich mal an Isar runter. Also da könnt ihr dann hingehen, wenn ihr das Ding vorher kauft, dann könnt ihr den Mann, er erlaubt auch, dass man ihn würgt. Also selbstverständlich. Normal braucht er keine Körperverletzte. Aber ich befürchte, wenn er es zulässt, dass er die Wahrheit sagt, weil der wird ja nicht irgendwas. Wir sind ehrliche Gauner. Ja, das ist ja ganz gut. Ich habe übrigens die Pfanne hier aufgenommen und ich habe sogar das Brutzeln drauf gehabt. Ja. Das kann man alles irgendwann nicht glauben. Ich werde das dann nochmal anschauen. Wie wie das schön brutzelt. Ja, man glaubt manche Sachen nicht, aber ich bin total überrascht, weil mich das auch interessiert. Dann mal vielen Dank und beim nächsten Mal komme ich und bestelle vor eine Bratwurst, weil heute hat der Presseclub zu. Ich habe nicht einmal einen Kaffee bekommen und nicht mal meinen Frühstückskaffee und noch nichts gegessen. Aber beim nächsten Mal melde ich mich und bei der nächsten Messe haben Sie für mich eine gescheite Bratwurst. Da haben wir eine gescheite Bratwurst von der Metzgerei Schlagbauer aus München. Sehr gut. Vielen Dank. Bitteschön.